und willkommen zur 200. Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Wie versprochen, heute eine etwas besonderere Folge, deshalb bin ich auch nicht im Auto, sondern bei mir im Büro. Es ist einigermaßen aufgeräumt. Wie immer, wenn ihr mich hier seht, kommentiere ich etwas, das wir vor längerer Zeit aufgenommen haben, das ich da nicht live kommentieren konnte. Und so wollen wir das auch heute machen. Wir werden heute eine Vorher-Nachher-Folge zum Thema Aggression zeigen. Das Besondere an der Folge ist, es ist einer von euch, der da die Hauptrolle spielt, beziehungsweise sein Hund. Denn ich bin zu Rocky gefahren und Rocky, beziehungsweise Rockys Besitzer, hat mich über YouTube gefunden und hat mich kontaktiert, weil... Ach, das seht ihr gleich selbst. Was aber wichtig ist, dass immer dann, wenn ich hier etwas kommentiere, wenn ich also hier sitze und euch etwas zu einem Video erzähle, dass wir live zusammen gucken, es ist ganz wichtig, dass ihr zuhört. Gerade jetzt, wenn es in das Thema Aggression geht. Das, was gleich kommt, ist ein Fall von vielen möglichen, wie es hätte laufen können. Bitte, wenn euer Hund ein Aggressionsproblem zeigt, nehmt das ernst. Nehmt Kontakt zu einem Profi auf, lasst euch helfen. Versucht da nichts auf eigene Faust. Das kann richtig nach hinten losgehen. Also ganz dickes Ausrufezeichen. Bitte nicht nachmachen. Das hier ist ein Vorher-Nachher in einer Situation mit einem Hund, wo ich weiß, was es ist, den ich mir aber angucken kann, wo ich die Informationen gesammelt habe und wo ich auch das Hintergrundwissen habe, wie ich damit umgehen kann. Das, was wir heute sehen, dieses Vorher-Nachher-Bild, ist nicht unbedingt das Gleiche, was bei euch zu Hause passiert, auch wenn es sehr ähnlich aussieht. Und das, was wir heute machen, kann bei euch zu Hause tatsächlich ein ganz anderes Ergebnis bringen. Das kann sogar schlechter werden oder schlimmer werden. Bitte habt immer im Hinterkopf, wenn es um Aggression in Anführungsstrichen geht, dann spielt auch immer eine gewisse Portion Gefahr mit. Also wirklich ganz wichtig, merkt euch das. Ich sage das im Laufe des Videos auch noch ein paar Mal, weil es wirklich wichtig ist. Was wir jetzt also machen wollen, ist, dass wir uns zusammen auf das Video stürzen. Wir gucken mal, wie es vorher aussah. Ich werde immer wieder zwischendrin mal einen Cut setzen, wieder hierhin zurückkommen und euch erklären, was die Gedankenhintergründe waren, warum wir das wie und wo und was gemacht haben und ja, wohin die Reise vielleicht sogar geht. Das wird eine etwas längere Folge, weil es mir wirklich wichtig ist, das für euch so sauber wie möglich zu erklären. Trotzdem, nicht nachmachen. Wenn euer Hund zum Beispiel, wie hier auch der Rocky, sich mit fremden Menschen oder Besuch aggressiv zeigt, zieht einen Fachmann zu Rate. Wie sich auch in diesem Video zeigen wird, ist nicht jeder Trainer solchen Problemen gewachsen oder ist nicht jeder Trainer der Richtige für solche Probleme. Ja? Wichtig, ganz wichtig. Zusätzlich ist noch wichtig zu wissen, dass das, was ich bekommen habe, als Videomaterial über WhatsApp gelaufen ist. Also teilweise ist die Qualität mäßig. Einfach weil, ja, so habe ich halt die Videos bekommen und da kann ich jetzt halt nichts draus zaubern. WhatsApp skaliert die so ein bisschen runter. Das sollte aber reichen, damit ihr seht, was los ist. Jetzt schauen wir uns also erstmal an, was für Videos ich bekommen habe. Was wir da jetzt sehen werden, ist ein knapp einjähriger Schäferhund und seine Reaktion auf fremde Menschen. Wir haben das jetzt hier in der Wohnung trainiert und in der Wohnung auch aufgezeichnet, weil es da sehr verlässlich auftritt. Rocky macht das Ganze aber auch draußen. Mir ist jetzt noch eine Sache sehr wichtig. Natürlich verhalten sich die Besitzer und die anderen Menschen, die da jetzt involviert sind, vielleicht nicht so, wie ihr das für richtig haltet und sicherlich nicht so, wie ich das für richtig halte. Ich möchte trotzdem, dass das nicht gewertet wird. Ich möchte keine blöden Kommentare sehen, von wegen, ja, so macht man es aber auch nicht, weil, Hand aufs Herz, ihr habt alle keine Ahnung davon. Sonst würdet ihr meine Videos nicht gucken. Ich meine das nicht böse, aber wir müssen jetzt hier einfach Verständnis dafür haben, dass da jemand ist, der einen sehr großen Hund hat, der ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich bringt und vor einer Lösung steht, die er nicht lösen kann und von seinem Trainer mehr oder weniger im Stich gelassen worden ist. Bitte also nicht werten, ich möchte keine ätzenden Kommentare unter diesem Video sehen, ansonsten war es das letzte Mal, dass ich sowas zur Verfügung stelle. Wir alle haben unsere Baustellen gehabt mit unserem Hund und wir alle haben uns in vielen Situationen nicht richtig verhalten. Ob die zwei sich hier in welcher Situation richtig verhalten oder nicht, entscheide nur ich und das beurteile und kommentiere bitte auch nur ich. So, und jetzt Rocky. Okay, alles gut. Alles gut.
Katzenstühle. Haben die Katzen schon. Mach's jetzt. Alles gut. Das Video war insgesamt noch einen Tacken länger. Ich habe jetzt aber den anderen Kram rausgeschnitten, der nicht so groß interessant ist. Ihr seht jetzt aber, was da passiert. Das ist ein großer, kräftiger Schäferhund, der mit richtig viel Getose auf Leute reagiert, die zu Besuch kommen oder aber auch draußen einen entgegenkommen. Das ganze Team wohnt so ein bisschen ländlicher, sodass man dem Ganzen zwar aus dem Weg gehen kann, aber auch halt nicht völlig. Nach diesen Videos habe ich die beiden zu mir gebeten, zu einem Erstgespräch. Die sind also zu mir gefahren, ist ein knappes Stündchen weg. Dort habe ich mir den Hund einmal angeschaut, ich habe mir den mit anderen Menschen angeschaut, mit anderen Hunden angeschaut, habe den mit mir angeschaut, habe ein paar Tests gemacht und habe mir so eine gewisse Grundlage an Informationen zusammengesammelt und wusste relativ schnell, worum es da geht. Daraufhin haben wir einen Termin ausgemacht und ich bin zu den beiden nach Hause gefahren. Die Situation ist also noch nicht verändert. Ja, das ist unser erster Termin zu Hause, bei dem wir anfangen zu trainieren. Und ihr werdet jetzt sehen, was da passiert. Ich lasse das in weiten Teilen, sofern denn möglich, unkommentiert, damit ihr tatsächlich auch den Ton dazu hört. Habt bitte Verständnis, wir haben das aufgenommen mit der Kamera einfach nebenher und haben da nicht auf Ton oder sowas geguckt. Wenn also Ton oder Bildausschnitt mal nicht so ganz passt, müsst ihr das verzeihen. Aber ich lasse das so ungefiltert wie möglich, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was da passiert ist. Los geht's. Was ist los? Komm her, Rocky. Nein. Oh, ich weiß nicht, ob ich die Tür zugemacht habe vorne. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich jetzt aufgelassen habe. Rocky, was ist los? So. Das ist schon mal eine gute Reaktion. Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe nochmal raus. Jetzt haben wir gesehen, wie es ist. Jetzt regst du dich auf. Jetzt überlegt er. Sieh jetzt, der sitzt auf meiner Decke. Der sitzt auf. Okay. Wir machen Folgendes. Du kannst die Kamera machen oder raus. Die lasse ich dir da. Wir machen das gleiche. Unten ist ja die Tür auf. Was man hier schon sehen konnte, ist, dass Rocky schon bei der Klingel relativ aufgeregt ist. Also schon beim Klingeln wird gebellt und der Schäferhund fährt hoch. Er ist aber da noch ansprechbar und man kann ihn noch auf die Decke schicken. Das heißt, erzieherisch sind gewisse Grundlagen da, auf denen man aufbauen kann. Auch dann, wenn er einmal auf der Decke ist, ist er zwar angespannt und aufgeregt, aber noch handelbar. Also die Besitzer können ihn noch ansprechen und sagen, Rocky, bleib auf der Decke. Zu dem Zeitpunkt stehe ich allerdings schon vor der Tür, also nicht vor der Haustür unten, sondern vor der Wohnungstür. Ich habe vor der Tür gehört, dass Rocky sich bewegt und bewegen kann und habe dann, weil ich gerne meine Finger und Beine behalten wollten würde, durch die Wohnungstür mit den beiden gesprochen und gesagt, sie sollen ihn bitte anleihen wieder, einfach als Sicherheitsaspekt. Aber da seht ihr, wie Rocky gleich sofort einen Unterschied macht. Alles klar, der ist hier jetzt drin. Attacke, Vollgas nach vorne.
Zusätzlich war noch wichtig, dass Rocky kein Kommando kriegt. Das ist jetzt in diesem Fall so. Bei diesem Hund, in dieser Situation, an diesem Tag, das hat bei euch nicht unbedingt die gleiche Gründe. Aber hier wollte ich, dass Rocky so viel geistige Kapazität wie möglich übrig hat, um sich mit mir, mit dem Besuch, mit der Situation auseinanderzusetzen. Wenn ich da einen Sitz, einen Platz, einen Geh auf deine Decke verlange und wenn er nur 10% seiner ganzen Leistungsfähigkeit dafür braucht, sind das 10%, die ihm fehlen, um sich mit mir auseinanderzusetzen. Deshalb ganz, ganz häufig in solchen Situationen möchte ich nicht, dass der Hund ein anderes Verhalten zeigt. Hier wird jetzt der ein oder andere schon stutzig und sagt, aber alle anderen Trainer machen das anders. Korrekt, aber ich bin halt nicht alle anderen Trainer. Und die Kunst an der ganzen Geschichte ist zu erkennen, bei welchem Hund kann ich das machen und bei welchem Hund nicht. Welchem Hund hilft ein Kommando, mehr Struktur, mehr Ruhe reinzubringen, um ein Problem und eine Situation zu lösen? Und welcher Hund braucht keine Kommandos, damit ich da einfach besser im sozialen Bereich lernen kann? Das ist etwas, das kann der Laie einfach nicht erkennen. Und das ist auch etwas, das können viele Hundetrainer nicht erkennen. Oder aber, das ist einfach nicht ihre Art und Weise, mit Hunden zu arbeiten. Ich kann beides machen. Ich kann sowohl sagen, dieser Hund muss jetzt hier so lange Sitz machen und dann funktioniert das irgendwann, während dieser Hund einfach nur gar nichts machen soll. Hauptsache, er wird nicht blöd. Das hat viel mit Vorwissen und mit Erfahrung und aber auch mit der Ausbildung zu tun. Es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Ideologien und meine war halt sehr methodenfrei. Ich habe also Bausteine aus allen möglichen Lego-Kästen und kann daraus ein Häuschen bauen, während viele andere sich nur an einem Lego-Kasten bedienen. Da sind auch viele Bausteine drin, aber eben nicht so viele, wie wenn ich noch in andere Kästen greifen könnte. Was jetzt passiert ist, dass Rocky aufgrund der Tatsache, dass er schon runtergefahren ist, Leckerchen von mir annimmt. Und zwar viel ruhiger, als er es vorher gemacht hat. Er hat auch in dem Video zum Sachstand vorher Leckerchen von Fremden angenommen. Aber bei jeder kleinen Bewegung ist Rocky sofort wieder auf 180 gewesen und hat sofort wieder gebellt. Den Teil habe ich rausgeschnitten, weil das sehr viel Gerede im Hintergrund der Menschen ist und uns das einfach nichts angeht. Aber ihr seht jetzt hier, dass Rocky direkt schon Leckerchen annimmt von mir. Das ist gekochtes Hähnchenfleisch, das ist halt auch was Gutes. Das hatte ich den beiden gesagt, dass sie es vorbereiten sollen. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass der Stress gar nicht so groß ist, wie wir uns das vielleicht sogar vorstellen. Im weiteren Ablauf geht es jetzt eigentlich nur darum, dass ich da bin. Also für Rocky geht es jetzt nur darum, dass ich da bin, dass ich ab und zu mal was mache, dass ich ab und zu ihm mal ein Leckerchen gebe, dass ich ihn vielleicht mal streiche, wenn es klappt und dass ich einfach hier und da mal eine Bewegung bringe, die ihn wieder so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ich erkläre während der ganzen Geschichte, während ich mich mit Rocky auseinandersetze, trainingstechnisch mit Rocky auseinandersetze, erkläre ich den beiden, was da passiert ist, worum es da geht und wie die Reise weitergeht. Jetzt müsst ihr also genau zuhören, dann wisst ihr, warum ich da wie gearbeitet habe. Fein, Junge. Sehr gut. Feiner Junge. Aus dem Braten nicht. Und? Was denn? Ja, was denn? Was sagst du? Wolltest du was sagen? Ich hab nur leicht geschnaubt jetzt mal kurz. Ja. Okay, dann ist das. Doch okay. Guck mal, halt. Das ist nur Hähnchenfleisch. So lange das frisst, ist das jetzt erstmal falsch. Fressen ist gut. Oh, das eine ist jetzt weit weggerutscht, es tut mir sehr leid. Musst du nachher aufheben. Okay, also. Das ist super schnell gelöst. Oh. Oh, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt können wir auch gleich mal. Guck mal. Hockey. Ach, Hockey. Komm her, hier Hähnchen. Guck mal, hier ist Hähnchen.
Stuhl. Rocky. Komm mal her. Guck mal, Händchen. Nein, ich finde immer noch doof. Ach, scheiße. Okay, aber das wäre nicht möglich gewesen. Nein. Dass ihr Besuch so lange in Anführungsstrichen an seiner Decke ist und der ruhig ist. Also, das ist in 2 Wochen gelöst. Okay. Aber ihr braucht jetzt ein paar Leute, die euch helfen. Ja, das ist das Wichtige. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt darüber gehe, gehst du auch wieder auf die Decke, ne? Du kannst mal Folgendes machen. Mach mal die Leine los. Okay. Ganz okay. Einfach ganz gemütlich hingehen, abmachen. Nicht schlimm. Aber jetzt brauchst du auch nichts mehr machen. Ich mache alles, falls jetzt irgendwas zu machen ist. Mhm. Wo der jetzt hinläuft, ist egal, ne? Also der haut jetzt ins Schlafzimmer ab und kommt nicht mehr her. Okay, guck mal. Ja, ist lecker. Und da sitze ich einfach hier. Ja, ein bisschen vorsichtig. Da ruhig. Genau. Ne, du kannst jetzt mal gucken, dass die Kamera ihn so ab und zu ein bisschen sieht. Ja, sonst haben wir nur den Marco drauf. Okay, guck mal. Übrigens, falls sich jetzt einer fragt, warum ich da wie so ein Assi-Kaugummi kaue, in solchen Situationen geht mir richtig die Düse. Also, ist nicht so, dass ich da hingehe und sage, ja, pff, wenn du mich beißt, beißt er mich halt. Ne? Sowas kann immer passieren und da muss ich sehr konzentriert für sein. Und mein Mittel der Wahl, wenn ich richtig Puls habe, ist Kaugummi kauen. Das ist wirklich, ich mache das wirklich nie bei Kunden sonst. Aber wenn das so Themen sind und wenn der da so an die Tür geflogen kommt, ich brauche da ein Kaugummi, weil das ist mein, um mich so ein bisschen zu erden und um konzentrierter zu bleiben. Ich werde jetzt Folgendes machen, dass ich ihn gleich mal so ein bisschen anstarre, wie so ein bisschen was blöd, ne? Wenn Fremde einen so angucken, da fühlt man sich nicht wohl. Mhm. Und dann werden wir sehen, wie er reagiert. Und da, also, wenn ihr sonst Besuch gehabt hättet und er ist da fest und der Besuch guckt ihn länger als 3 Sekunden an, wäre er nicht dreht. Das ist genau das, was in dem Video drin war. In der Sekunde, wo du gesagt hast, ist alles gut, hat der Besuch zu lange hingeguckt und er hat gesagt, ich fress dich mal lebendig im Leib. Ja, genau. Ja, aber du siehst jetzt an seinen Ohren, guck mal, wie die Ohren stehen. So, das ist so eine Normalhaltung. So, naja, weiß noch nicht so, was draus wird. Wenn der wirklich schlechte Laune hat, macht der, dann sind die so. Ja? Das heißt, beim Bellen sind die entweder so oder aber, wenn er Angst hat, sind die so. Wenn die so sind, ist, naja, ich bin mir nicht so sicher. So ganz cool ist er mit der Situation nicht. Was aber vollkommen in Ordnung ist. Der muss ja nicht alles cool finden, der soll nur nicht falsch reagieren. Hier habe ich das mit den Ohren nochmal angesprochen. Das seht ihr auch, wenn ihr das erste Video mal anguckt. Also das WhatsApp-Video. Klar, Qualität, nicht so geilo. Aber da seht ihr, Ohren nach vorne, Attacke, Vollgas. Da war das Verhalten schon so ein bisschen sicherer. Aber insgesamt ist es eigentlich ein unsicheres Kerlchen. Und eigentlich ist es ein netter Kerl. Und wenn ihr jetzt mal zurückgeht, werdet ihr das sehen, wie die Ohrenhaltung sich verändert in vielen Situationen. Das ist für mich einer von vielen Faktoren, an denen ich ja körpersprachlich die Hunde so ein bisschen einschätzen kann. Zusätzlich habe ich jetzt hier gesagt, dass er eigentlich nicht alle Situationen cool finden muss. Auch da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber der soll doch Besuch toll finden. Ja, wird er auch. Wir haben aber erstmal für eine etwas sicherere Umgebung gesorgt, weil das vorher einfach zu laut war. Da kann man sich weder unterhalten noch vernünftig mit ihm beschäftigen. B, er war viel zu aufgeregt, um wirklich auch Dinge sauber verarbeiten zu können. Und C, es war einfach viel zu gefährlich, auch für Besuch oder für Menschen draußen. Was jetzt passiert ist, während ich da erkläre, habe ich eben schon gesagt, fliegen die ganze Zeit Leckerchen. Und das ist auch der zweite Schritt im Training. Der erste Schritt im Training für die beiden wird sein, dieses Fehlverhalten erstmal einzudämmen. Und das erkläre ich denen da, wie es läuft. Und ihr werdet nachher die Ergebnisse sehen. Und der zweite Schritt ist, dass immer wieder Besuch da ist und es fliegen immer wieder Leckerchen. Und Rocky lernt immer wieder, boah, die sind eigentlich ganz nett und ich kann auch frei mich bewegen. Und wenn ich keinen Bock habe, kann ich gehen. Ja? Also, es ist niemals eine Lösung, einem Hund eine reinzuhauen und dann zu sagen, damit ist es gegessen. Es ist niemals eine Lösung, einem Hund eine reinzuhauen und dann zu sagen, damit ist es gegessen. Das ist auf gar keinen Fall eine Lösung. Aber in diesem Fall ist auch keine Lösung, ihn nur so lange zu füttern, bis es besser wird. Weil es einfach zu gefährlich wäre, es anders zu machen. Nochmal, macht das nicht nach. Das ist Rocky.
Ihr habt einen anderen Hund. Eure Situation kann anders sein. Wenn ihr das mit dem falschen Hund macht, in der falschen Situation, kann das total nach hinten losgehen. Nicht nachmachen. Nein. Trainer holen. Weiter geht's. Ja, das heißt, wenn er hier... Okay. Ja, jetzt fange ich mal an, die so ein bisschen zu werfen. Das heißt, ich mache schnellere Bewegungen. Was jetzt sein könnte, vorausgesetzt wäre, ich wäre jetzt ein Besuch in Anführungsstrichen und der müsste vielleicht mal auf Toilette gehen oder so. Sobald der Besuch jetzt aus dieser... Ja. Ne, weil jetzt gewöhnt er sich an diese Situation. Das ist jetzt safe und das ist jetzt sicher und hier gibt es noch Hähnchen und der Besuch ist ganz nett und hat mich bisher nicht erschreckt und nicht gehauen. Wenn der Besuch jetzt aufsteht, kann das wieder sein, dass er sagt... Bah, 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 bah. Genau, das ist so aufgelaufen. Ja. Und das ist völlig normal, das ist ein gutes Zeichen oder gutes Anzeichen dafür, dass das ein Unsicherheitsproblem ist. Ja. Solange das kontrollierbar ist, ist alles gut. Wenn ich jetzt hier immer wieder Dinge mache, die er nicht kennt, ja, dann, guck mal, der hätte gut danach, hat ja auf den Tisch getrommelt, dann bringt ihm das an Positionen und in Situationen, die er nicht lösen kann und da kriegt er Stress. Und wenn er einen Stress kriegt, ist seine Lösungsstrategie bisher gewesen, okay, ich belle, ich mache Riesenterz und irgendwann ist gut und mir ist nichts passiert, also ist das wohl die richtige Lösung. Achtung, jetzt aufpassen. Jetzt kommt die Erklärung, warum das, was wir hier tun, warum das, was ich da getan habe, funktioniert. Zuhören. Das ist eine wichtige Information. Aber wie die ganze Zeit schon gesagt, das ist nicht in jedem Fall so. In diesem Fall ist das so. Mutter Natur ist sehr einfach gestrickt. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erklärt habe, mit den Varianten, wie die auf Stress und Reize reagieren können. Ja? Ich glaube nicht. Ne? Nee, also, der hat irgendetwas, das irgendwie, irgendeinen Reiz. Ob das jetzt ein anderer Mensch ist und was das ihm Angst macht, ein anderer Hund oder ein Reh. Ah, jetzt wird gegeben, ich bin müde. Irgendwas, das er sieht, das irgendeine Bedeutung für ihn hat. Das ist ganz einfach. Ja. Und auf Reize kann er... So hat man das kategorisiert innerhalb der Natur, in vier verschiedene Varianten reagieren. Ne? Also alles, was er so an Ideen hat, kann man da so einkategorisieren. Und das ist aus dem Englischen, sind vier Worte mit F. Fight, das ist das, was er gemacht hat. Ich verprügel dich. Kampfverhalten, ne? Kampf, Abwehr. Ne? Flight, Fluchtverhalten. Okay, du bist mit zu groß, ihr seid mit zu viele, ich hau ab. Ab durch die Tür. Ne? Flirt. Ist alles so, ah, du bist ganz nett, du bist ein Mädchen oder auch, ich will mit dir spielen. Das ist Sexual- und Spielverhalten. Und dann gibt es noch als viertes Freeze. Das ist, wenn die sich für nichts anderes groß entscheiden, sondern erstmal abwarten, so einfrieren. Ja, ganz typisch so, der sieht draußen was er nicht kennt, immer so, ein Wildschwein. Ja? Ja. Da wird erstmal überlegt und geguckt. So, jetzt ist Mutter Natur so einfach gestrickt und sagt, alles klar, da passiert eine Sache. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt das. Und der fängt an. Und weil er ja generell kein großes Problem im Leben hat, ihm geht's gut. Er hat ein Dach über dem Kopf, er kriegt zu essen, er kann spielen, er muss sich um nichts Sorgen machen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ist sein Lebensstatus einfach erstmal, wir nennen das mal gut. Ne? Stand X, wenn das so bleibt, kann ich damit leben. Ist cool. Jetzt passiert ein Reiz, er reagiert irgendwie und es verändert sich nichts. Stand X bleibt mindestens gleich oder es verbessert sich sogar. Dann hat das für ihn keinen Sinn, was anderes zu machen. Ja. Versteht ihr das? Mhm. Der macht erstmal weiter, was er gelernt hat. Okay, da ist ein Fremder, ich finde keine Fremden in der Wohnung, ich weiß nicht, okay, die sind wieder weg. Puh. Ja. Das funktioniert. Ja. Mache ich erstmal weiter. Mhm. Dass der kommt nicht auf die Idee zu sagen, okay, das ist ein Fremder, die geben mir Wurst ab und zu, ich versuche mal einfach mal, heute mache ich mal nichts, mal gucken, ob es anders läuft. Und das macht er von alleine nicht. Und weil er das von alleine nicht macht, oder manche Hunde das von alleine nicht machen, bleibt er einfach bei dem, was er gewählt hat. Wenn wir jetzt hingehen und diese Situation, er ist noch so jung, dass wir das gut können, sagen, pass auf, mit dem Stress, den du dir da selbst machst, wirst du jetzt kein positives Ergebnis mehr haben. Ja, komm, hallo, sag. Komm her, guck mal, kommst du von alleine. Du wirst jetzt kein positives Ergebnis haben, sondern deine Gesamtsituation verschlechtert sich jetzt. Wie auch immer wir das machen. Im Moment sagen wir, machst du Scheiße, kriegst du Ärger. Das kann ein Schäferhund verpacken, ja, das kann der verstehen. Dann sagt er, okay, das geht nicht mehr auf. Stand X ist nicht mehr so cool wie vorher. Jetzt mache ich das nicht mehr, dann habe ich nur noch die andere zur Wahl. Ja. Was der jetzt als erstes gemacht hat, okay, nee, ich dampf mal ab. Flight gewählt. Hat er gesagt, nee, alles klar, aufregen bringt nichts, andere nächste, ich gehe weg. Aber du bist der Erste, wo der da weggeht. Ja, weil ich aber auch der Erste bin, der ganz klar sagt, auch mit der Scheiße. Genau, das und die anderen haben Angst, Respekt. Respekt, Angst, ja.
Ja, natürlich, es ist ein riesengroßer Schäferhund. Und wenn du jetzt sagst, hier, Tante Käthe, komm mal rein, und der macht da riesen Terz, dann hat Tante Käthe da keinen Bock, dass ihr die Finger fehlen. Und selbst eure alte Trainerin, weil sie wahrscheinlich so, komm her, Mädel, hi, weil sie da so schlechte Erfahrungen gemacht hat, hat da keinen Bock. Ne? Ich meine, wenn du einmal von so einem großen Kerl gebissen worden bist, dann weißt du, was da passiert. Das ist nicht witzig. Mhm. Und nicht jeder verpackt das gut. Ne? Nicht jeder kommt mit Stress gleich gut klar. Und dann muss man auch einfach sagen, okay, das war halt einfach jetzt nicht die Konstellation, die war nicht gut. Ne? Die Trainerin und der Hund war nicht gut. Oh. Ja? Jetzt wieder eine Situation, ich stein an, er sagt, ich gehe. Hey, komm her, meinte ich gar nicht so, habe ich Quatsch gesagt. Komm, gib Wurst. Wieder gut. Ich starre ihn nicht an. Ja? Jetzt sehen wir aber, dass er eine andere Situation, wenn das jetzt Tante Käthe gewesen wäre, vor einer Woche, hätte er hier wieder ein Radar gemacht. Ja. Ja? Ach, Stress. Ja? Das heißt, wir bleiben nur erstmal hier drin, wir machen das nicht draußen, wenn er irgendwas Ähnliches macht, nur hier drin. Das Klingeln könnt ihr weiter so machen. Klappe halten, hinlegen, alles gut, da war er ja nett. Ja. Wenn hier einer reinkommt, wenn hier Besuch reinkommt, dann wisst ihr jetzt, was ihr machen müsst. Ja, ihr macht euch einfach so zwei, drei Dinger fertig und könnt ihr dann da und da positionieren. Und der Besuch hat keine andere Aufgabe, als hierher zu kommen. Es gibt immer lecker Hähnchenfleisch, weil Hähnchenfleisch ist gut. Ja, und der Besuch muss ihm das Hähnchenfleisch nicht aus der Hand geben, wenn er sich nicht traut. Wenn der Besuch das möchte, dann kann er das machen, dann macht er das aus der flachen Hand. Dann passiert da nichts. Ja, so Schnellbewegungen sind halt sehr schwierig. Ne? Das heißt, dieses Werfen ist schwer, dann sollen sie es lieber über den Tisch. Dann sieht er das nicht so. Ne? Er ist halt einfach super unsicher und schreckhaft. Und je weniger eben diese schnellen Geschichten passieren, je mehr sowas passiert, komm hier, ist auch alles gut hier. Dann habe ich auch den Stuhl weggenommen, damit er besser sehen kann, ne? Weil der Stuhl hier im Weg stand. Mhm. Ja? Das einfach so zwei, drei Wochen mit möglichst viel Besuch. Dann ist das Thema gegessen. Ja? Und ihr sagt ganz klar, war für den Kack. Ja. Da gibt es ein Wort, ne? Das haben wir eben, Schluss, Patsch, fertig. Aus dem Haus, mehr ist es gar nicht. Und der ist so jung und so nett und so unsicher. Jetzt sitzt er da und sagt, Mann, der sitzt bei uns in der Küche. Wie gehe ich jetzt da mit wohl um? Und das ist überhaupt nicht schlimm. Dass der jetzt keine andere direkte Idee hat und nicht sagt, ich finde dich eigentlich ganz witzig, ich bringe dir mal ein Spielzeug. Ja, das muss er nicht. Aber das ist erstmal tausendmal besser als alles andere zuvor. Ihr könnt euch mit Besuch unterhalten. Der kann immer noch, wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn immer noch anleihen. Ja, dass einfach ihr einen Sicherheitsaspekt habt, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr sagt, okay, mittlerweile ist das so cool und jetzt kann der Besuch auch mal aufstehen, dann könnt ihr das auch ohne Leine machen. Das ist eure freie Wahl. Ja, und auch natürlich euer Besuch, der muss ja quasi mehr oder weniger das auf Alarm spielen. Und dann immer in den Situationen aufpassen, erst wenn er an der Leine ist und später wenn er ohne Leine ist, wenn der Besuch aufsteht und sich bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehe, werde ich das jetzt noch machen. Ja, ich stehe, guckt er schon, sagt er, nee, weg. Ich gehe jetzt gleich einmal bei euch durch die Wohnung. Also ich gehe mal bis dahin, wo der Schmetterling klebt, das sind ja ein paar Meter. Mhm. Ja, dann drehe ich da um, klopfe dann mal ein bisschen an die Tür und dann komme ich wieder zurück. Macht den Affen, braucht ihr gar nichts machen, schmeiße ich. Damit ihr seht, in welchen Situationen ich schmeißen würde. Okay. Ja, und später würdet ihr dann schmeißen. Beziehungsweise, wenn euer Besuch wirklich durch die Bude läuft, lieber sagen, komm, bleib hier. Ja, damit einfach nichts passiert, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Gut, dann stehe ich jetzt wieder auf. War Rocky? Komm, ich steh mal auf. Nächste Mal. Ja, geht lieber weg. Doch, ich weiß nicht, sagt er. Ach, ich weiß nicht. Das sieht gar nicht so groß aus, von das heute. Ja, das stimmt, ja. Ich steh auf der Tisch. Ja. Und dann darf euer Besuch ruhig mal auf die Toilette gehen. Lacht an den. Und also ihr macht das bitte auf keinen Fall mit Kindern oder Leuten, die da keinen Bock drauf haben. Ja, die Leute, die euch helfen wollen, Bekannte oder so, könnt ihr jetzt sagen, wir haben eine Möglichkeit. Und das ist eine schöne Lösung. Der sagt, ich stelle mich hinter Marco, ich gucke mir das erstmal an. Das ist mir zu gruselig. Ja? Mhm. Komm her. Ja, ich weiß, der Stuhl hat geknarzt. Hier ist Wurst. Beziehungsweise, nein, du hast dich eben bewegt. Ja? Und über die Zeit stellt er fest, bin ich cool. Fliegt mir mal ein bisschen Käsewurst oder Hühnchen entgegen, werde ich blöd, kriege ich Ärger. Ja. Und so biegen wir aus diesen vier Verhaltensweisen die eine raus. Mhm. Ja, für die kriegst du Ärger, alle anderen sind okay. Wenn du weggehst, ist okay. Wenn du dich hinlegst, ist okay. Wenn du spielen willst, ist okay. Mhm. Kannst alles machen, aber das machst du nicht mehr. Dafür kriegst du Ärger. Ja? Mhm. Und das alles. Zwei, drei Wochen, macht mir immer Videos per WhatsApp einfach schicken, hey, hier, gucke. Ja? Mhm. Und die ersten Male, müsst ihr halt selbst ein Gefühl dafür entwickeln, macht es Sinn, das mit jemandem zu machen, den ihr vielleicht zwei, drei Mal da haben könnt.
Also, wie gesagt, alle eure Freunde kommen von so weit weg, dass es schwierig ist. Aber vielleicht habt ihr irgendwie, keine Ahnung. Aber dann, wo du die Umschulung machst, hier zusammen, der Markus. Ja, der Markus kriegt mal kurz reinschneiden dann. Ja. Ja, also es geht, ihr müsst wirklich nicht mehr machen, als ihr sitzen, bietet den Kaffee an, erst eine Stunde zusammen, die können zum Frühstück kommen, lasst euch was einfallen. Ja? Nicht immer dieselbe Zeit, nicht immer derselbe Mensch, aber am Anfang ist es für ihn einfach, wenn es zwei, dreimal derselbe ist. Ja. Deshalb war es war für ihn jetzt einfacher, weil er schon gesagt hat, die Aktion und diesen Typen kenne ich. Ja? Ich mach mal lieber nichts. Ja? Wenn jetzt eure, ich sag mal, blöd gesagt, jetzt die andere Hundetrainerin hier sitzen würde und schlottert wie ein Ast, dann ist das halt nicht so günstig. Sollte jemand sein, der damit cool umgehen kann, der kann sich ja hier hinsetzen und sieht, es passiert nichts und der ist daran geleitet erstmal. Ja, dann hat der alles safe und ist gut. Ja, und dann liegt Arthur zu. Und wer möchte von eurem Besuch, kann halt, komm hier, komm, ich hab noch mehr. Kann ich mal hier was anbieten. Wenn ich jetzt hier Bu sage, wenn der an meiner Hand ist, kriegt der einen Herzinfarkt. Ja, dann macht er einen Dreifachsalto. Mach doch gar nichts, komm her. Rocky, Wurst. Fleisch in dem Fall. Rocky, sitz. Sitz. Nee, ich weiß nicht. Ist der schon? Jawohl, gutes Sitz. Na, mehr macht ihr gar nicht. Zwei, drei Wochen. Okay. Na, so cool bleiben, wie es geht. Ja. Klar sagen, lass das, es ist ein Schäferhund. Okay, Sitz. Das stresst ihn jetzt, weil ich ihn angucke und auf das Sitz warte. Ne? Ja. Ah, nee, der guckt. Okay, Sitz. Das muss euer Besuch nicht machen. Ich will nur gucken, wie gut er das aufnimmt. Nee, ich weiß nicht. Du darfst ruhig Hallo sagen, kannst du ruhig machen. Hey, alles gut. Hey. Ja, alles gut. Der frisst dich nicht. Ja. Der Besuch frisst dich nicht. Okay, setz. Wenn er das bei Besuch gut machen kann, dann wisst ihr, dass der Stresslevel deutlich gesunken ist. Ne? Solange er frisst, du siehst mal, guck mal, wie lang die Beine werden. Und wenn ich ihn angucke, dann, nee, nein, ich will doch nicht, hast mich angeguckt. Ja? Das heißt, da kann man am Anfang viel werfen. Ja? Oder hier, Kugeln. Dass er einfach feststellt, da kommt was Positives. Dann ist der nächste Schritt, dass er sich so rantraut. Der Besuch soll nicht groß gucken. Okay. Das heißt, nicht groß in die Augen gucken. Er ist ja vorsichtig, da passiert nicht viel. Und irgendwann kann man ihm in die Augen gucken und sagen, sitz. Und er sagt, okay. Und dann gibt's Kekse. Und dann seid ihr über den Berg. Das ist alles gut. Okay. Fertig? Also, Judy macht. Ja, das ist gar nicht so gut, ne? Kein aggressiver Hund. Ja, das ist furchtbar, so wie man. Da kommt man sich schon vor wie so ein, keine Ahnung. Man hat Angst, dass man weiß nicht. Man wird ja auch selber übervorsichtig, ja. Dann, weil man gesagt kriegt, der Hund, der hat Aggressionspotenzial. Vor allem sagt ihr das ein Fachmann, in Anführungsstrichen, oder verlässt man sich halt drauf. Aber da gibt es halt auch große Unterschiede. Also das ist, auch das darf man nicht, ja, das darf man einfach nicht zu sehr auf die Waagschale legen. Es gibt keine genormte Ausbildung. Also Bäckerlehre ist eine Bäckerlehre, die müssen gewisse Dinge erfüllen. Und das gibt es halt beim Hundetrainer einfach nicht. Das hat man jetzt erst über die Jahre versucht, so langsam so zumindest ein bisschen was zu nivellieren. Und selbst dann gibt es einfach Leute, die sagen, okay, ich könnte das, ich weiß das. Zum Schluss habe ich jetzt hier nochmal Bezug zu dem Trainer oder der Trainerin vorher hergestellt. Und das ist mir ganz wichtig, dass auch ihr das versteht. Nicht jeder Hundetrainer kann das Gleiche. Das ist einfach so. Das ist nicht böse. Das darf man auch nicht zu sehr werten. Es gibt halt unterschiedliche Ausbildungsgänge, unterschiedliche Ausbildungsinstitute und es gibt auch unterschiedliche Schwerpunkte und es gibt unterschiedliche Vorlieben und. Und obwohl zum Beispiel meine ganzen Mitarbeiter natürlich sehr, sehr nah an dem dran sind, was ich denen beigebracht habe oder was ich von denen verlange, haben die unterschiedliche Ausbildungsgänge gemacht und der eine ist in dem einen Teil besser als der andere. Und der eine kann halt mit dem Typ Hund besser als der andere. Das ist also vollkommen in Ordnung. In diesem speziellen Fall war einfach die Konstellation zwischen der Trainerin und dem Hund ungünstig. Es war eine Trainerin, die Angst vor großen Hunden hatte und ein Hund, der halt, obwohl es kein böser Hund ist, aber aggressives Verhalten aus Unsicherheit raus gezeigt hat und sie konnte das nicht lösen und hat dann halt da einfach nicht weiter gewusst. Ja, das habe ich den beiden erklärt, das ist nicht so schlimm, dass das so gelaufen ist. Da darf man jetzt nicht sagen, oh, das gibt's. Das ist also... Der eine oder andere von euch wird es vielleicht wissen, man muss halt 2, 3, 4 Hundeschulen vielleicht, wenn es scheiße läuft, abklappern, bis man die findet, die für sich selbst und für den eigenen Hund passt.
Ja, jetzt seht ihr noch kurz das Fazit von dem jeweiligen Tag, was ich an dem Tag da gemacht habe, was ich zu dem Tag noch zu sagen habe. Und danach kriegt ihr die Nachherbilder. Unten steht das Datum, sodass ihr seht, wie viel Trainingszeit da vergangen ist und wie viele Wiederholungen die im Training hatten, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie gut das läuft oder eben nicht. Ich war gerade beim Rocky. Rocky ist genau wie ihr jemand, der mich über YouTube gefunden hat und mich angeschrieben hat, weil er ein Problem mit seinem Hund hat. Also Rocky ist der Hund. Also der Besitzer hat mich angeschrieben, logischerweise, weil Rocky so maßlos aggressiv wäre. Das hat ihm auch die Trainerin vorher gesagt. Ihr habt jetzt gesehen, wie schnell solche Fälle gelöst sind, wenn es, ja, wenn man weiß, was man tut. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, ganz, ganz, ganz dickes Ausrufezeichen. Nicht einfach zu Hause nachmachen. Wenn das nicht das Richtige ist, was ihr tut, könnt ihr es um so viel schlimmer machen. Das war ein Hund, wo das, was wir jetzt gemacht haben, gerade genau richtig war, um zu sagen, dass dieses Verhalten einfach nicht angebracht ist und dass er das lassen soll. Und das ist einer von weiß ich nicht wie vielen möglichen Varianten. Ein guter Hundetrainer kann euch das aber sagen. Aber nur weil euch ein Trainer sagt, dass euer Hund maßlos aggressiv ist und bloß nie wieder an Menschen und andere Hunde ran darf, heißt das nicht, dass das stimmt. Holt euch eine Zweitmeinung. Das haben die beiden tatsächlich gemacht und hoffentlich haben sie jetzt den Benefit. Ich bin jetzt hier knappe Stunde hergefahren, habe eine halbe Stunde, 35, 40 Minuten gearbeitet und wenn die jetzt 3 Wochen so weitermachen und das so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann war das der einzige Einsatz, den es hier braucht. Ja, Rocky ist ein junger Schäferhund, bei dem ich das noch sehr, sehr, sehr gut arbeiten kann, wenn ich weiß, was ich tue. Bitte, 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 mach das nicht einfach nach. Nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich mache das auch. Das kann richtig nach hinten losgehen. Meldet euch bei einem vernünftigen Hundetrainer. Und ein vernünftiger Hundetrainer kriegt keine 25 Euro für eine Einzelstunde. Das könnt ihr vergessen. Das ist utopisch. Ja? Die haben jetzt eine Stunde bei mir gehabt. Nicht mal. Dreiviertel Stunde. Plus Anfahrt. Und ich habe es sogar noch relativ günstig gemacht, weil wir dieses Video daraus machen. Es gibt immer Lösungen und man kann sie auf jeden Fall finden, wenn man den richtigen Mann in Anführungsstrichen oder die richtige Frau für den Job hat. So. Ich bin super gespannt, wie es bei Rocky läuft. Ich habe euch ja ein Handyvideo vorher noch gezeigt und wir zeigen euch auch ein paar Videos von nachher. Die kommen jetzt noch im Anschluss, damit ihr einfach mal seht, wie es gelaufen ist. Heute, das was ihr gesehen habt, wäre undenkbar gewesen noch vor einer halben Stunde. Ja. Gott, jetzt fahre ich in den Sonntagabend. Schon fast 19 Uhr. Dann geht's nach Hause. Ihr seht in der ersten Trainingssituation, und das ist nur ein Tag nach meinem Besuch, dass der Testbesucher sich da ein bisschen ungünstig verhält. Der geht relativ zügig auf den Rocky los, geht sehr nah ran, beugt sich hin, bückt sich runter. Ich habe den dann natürlich danach per WhatsApp auch gesagt, da sollte der sich ein bisschen anders verhalten. Einerseits ist es für Rocky einfacher, wenn der Besuch sich ruhiger verhält, gar nicht so weit rangeht und ihn gar nicht so anstarrt. Das hatte ich versucht auch zu vermitteln. Ist vielleicht falsch angekommen, aber man darf auch nicht vergessen, ich erkläre das den Besitzern, die Besitzer erklären das dem Besuch und was der Besuch dann daraus macht, kann durch so ein Flüsterpostprinzip sich dann schon ganz stark von dem unterscheiden, was ich eigentlich im Kopf hatte. Obwohl er sich hier aber etwas ungünstig verhält, verhält sich Rocky sehr gut. Denn Rocky geht nicht nach vorne, Rocky geht nach hinten und sagt, ich finde dich gruselig. Trotzdem, und das ist nur, dauert nur ein paar Sekunden, ist Rocky bereit, mit sehr viel Zögern vielleicht sogar aus der Hand ein Leckerchen rauszunehmen und macht das sehr, sehr gut. Eine Kleinigkeit, die es da noch zu bemängeln gibt, und das habe ich auch per WhatsApp dann gesagt, gar nicht so doll loben. Das heißt, A, der Besitzer braucht gar nicht, hey, fein, supi, toll, weil dann kommt wieder nur Energie rein. Guck mal, sehr gut, also ein bisschen ruhiger bleiben. Und B, der Besuch, wenn er ihm die Leckerchen hinhält, sollte ihn nicht dabei in die Augen gucken, sondern einfach so ein bisschen weggucken. So ein ganz klein wenig abdrehen reicht schon, als dass das, na, das verändert sehr vieles. Ich kann zwar immer noch hingucken, was das andere ist, ob ich so mache oder ob ich so bin. Ja, das heißt, da, wenn ihr sowas mal habt, dass ein Fremder euren Hund so ein bisschen anfüttern soll, dann soll der so ganz klein wenig sich abneigen, ganz klein wenig sich wegdrehen und gar nicht erst so alles volle Lotte drauf. Hey, hey, tschüss, ja, tschüss. Komm her. Ja, okay, alles gut. Und schmeiß ihn einfach mal hin. Ja? Ja. Guck mal, der ist ganz schnell. Ach, mein Schisser ist hier. Ja, der ist ein Schisser von einem Schäferhund. Hallo. Hallo. Komm mal her. Guck mal, versteckt sich in einem Spiegel. Komm her. Ja, komm her. Alles gut. Nö, das ist normal. Der ist ein Schisser. Guck mal, der ist ganz schnell hier.
Nee, es ist, das ist top, dass du einfach hinschmeißt. Das ist schon sehr gut. Hockey, alles gut. Ja, fein. Ja, prima. Super. Super. In der zweiten Trainingseinheit, nur zwei Tage später, kommt ein älteres Pärchen rein, die das sehr, sehr gut machen. Die reden zwar viel, das ist ein kräftiger Mann, der hat eine tiefe, laute Stimme. Die bewegen sich, die fassen den Rocky an, die geben ihm Leckerchen. Aber die sitzen halt einfach nur da und sind da. Und Rocky ist relativ ruhig. Das ist gerade mal eine Woche nach unserem Termin. Ja, ist also sehr, sehr gut gelaufen bis dahin. Decke. Schön bleiben, ne? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Wir sind die neuen Mieter. Ja, genau. Hi, Sabine. Hi, Gerd. Lass uns erstmal umarmen. Ja, der Kaffee gekocht. Wollt ihr einen Kaffee haben? Nee, Quatsch. Ja, wollt ihr was trinken? Du auch nicht. Ah, setz doch schon gut. Hier sind wir, oder? Willst du nee, erstmal schon setzen? Alles gut, setz doch schon. Ja, dann müsst ihr euch auch setzen. Ja, wir auch. Oh, ich bin so brav, siehst du. Ruhig. Keine Aufregung, nix. Ich mach mir mal los, weil er sehr ruhig ist. Gerne. Tja, so ist das hier, ne? Ja. Einfach Nicht mit dem Film weiter. Nicht beachtet. Ist schon genau. Schmeißt du ruhig mal was hin? Nein, der wird noch nicht beachtet. Ihr könnt aber ruhig was hinschmeißen. Das kannst du. Der ist noch nicht beachtet. Ja. Dann musst du ihn holen. Habt ihr einen Hund hier? Nö, gar nicht. Siehst du? So gar nicht. Aber fängt schon an, besser zu werden. Ja, sag ja. Er muss also, der hat ja nur kurz hochgebracht. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Also, ein Hund ist ja. Die haben ein Gedächtnis, oder? Schätze nicht. Ja. Ich weiß, der Eiger hat ja noch wie Pappenheimer einen Hund beim ersten Mal. Er ist lieb. Und drei Wochen später weiß sie halt noch. Ist eine Kacke, auf Deutsch gesagt. Und dann. Weißt du ja auch dann noch. Ne? Also keine Sorge, ich filme nur den Hund, ne, damit der. Wegen diesen Datenschutzsache von der EU. Ich wollte ihn überhaupt nicht machen. Ne? Extra angeschaut. Ja, der muss sich polen. Ja, der muss polen. Ja. Drum kämpfen um die Aufmerksamkeit. Gut, bei uns ist wahrscheinlich auch ganz schlimm, der kennt Deutschland. Erstens mal, aber wie gesagt, du musst den Besuch vorher darauf hinweisen, nicht angucken. Genau. Nicht mit ihm sprechen, gar nichts. Der muss von selber kommen. Genau. Ja, aber bei euch ganz anders, ne? Ganz anders wie beim. Nicht ganz fremd. Und ihr seid ja auch das gewohnt. Ja. Und das ist top. Ja. Sehr gut. Ja, fein, jetzt kann man mal sagen. Ja, fein, prima. Ja, fein. Ja, toll. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ja, okay. Ich bin ja mal rum. Ja, komm her, Hockey. Hockey. Der ist gerade bei mir was am Holen. Eikerleckerchen. So, noch eins. Ja, super. So. Ja, drei Schritte zurück dann. Ja, komm her, gibt's noch eins. Ja, gibt's noch eins. Ja. Ja, fein, Jungs. Im dritten Videoschnipsel vom Training mit Rocky sieht man eine deutliche Verbesserung. Nicht nur, dass Rocky schon auf den Besuch nicht mehr so reagiert, aber gerade der Anfang ist sehr wichtig, denn Rocky liegt da auf seiner Decke. Ja, er ist zwar immer noch festgemacht, ne, Sicherheitsaspekt vollkommen in Ordnung in dieser Situation, das hatte ich den beiden gesagt, aber er liegt auf seiner Decke, ist noch ein bisschen aufgeregt, winselt ein bisschen, ist aber total entspannt. Die Ohren sind so auf
mal gucken, was passiert. Der Körper liegt, der legt sogar meinen Kopf ab. Das ist ein deutlich, deutlich entspannterer Hund als die Woche zuvor. In der Woche zuvor hat er gesessen und hat nur gewartet, wer reinkommt. Ja, großer, großer Unterschied. Riesenschritt nach vorne. Das ist gut, ja. Müsst du was trinken, oder? Nein. Nein? Wir haben gerade Kaffee genommen. Wasser, Saft. Ich möchte nichts trinken. Okay. Okay. Gut. Ja, fein. Und da ziehen die Leckerli. Genau. Das ist einfach. Kann ich mal ein Chin schmeißen? Ja, ja, kannst du gerne machen. Er soll ja denken jetzt, dass wenn Besuch kommt, er kriegt immer was Tolles dafür, ne? Wenn er sich so verhält. Ich will nur eins haben. Das ist super! Fein! Er fängt auch schon an zu lernen. Weil das hat er jetzt gar nicht gebellt, ne? Das hat er am Anfang, da hat er ja richtig Krawall gemacht, weißt du? Mhm. Sehr gut. Ja. Viertes und letztes Trainingsvideo, das ich bekommen habe. Rocky ist frei, ein Arbeitskollege oder Auszubildender oder irgendwie auch immer ist da, die lernen gemeinsam. Rocky verhält sich aber sehr schön. Er hat wieder gebellt, er ist frei, er geht sehr neutral, körpersprachlich sehr neutral und interessiert auf die Menschen zu, guckt sich den Besuch an. Das ist jetzt mal ein Besuch, der nicht so viel mit ihm interagiert. Auch das gehört dazu, auch das ist wichtig. Rocky muss ja nicht das Gefühl kriegen, okay, jeder, der hier reinkommt, ist nur dafür da, um mich zu füttern. Oh, dann wird er auch wieder nur unruhig. Das ist also sehr, sehr gut, dass da auch einfach mal einer sitzt, der was ganz anderes macht und einfach nur da ist. Auch das muss Rocky lernen und das hat er halt sehr, sehr gut umgesetzt. Alles dabei. Ja, 1586 oder so. Ja. Die Dichte ist. Dichte von Stahl ist 7,85. Von Alu ist 2,7. Und der Schmelzpunkt war 600. Von Alu? Von Alu? Ja. 600. 58. Nee, 32. 632 irgendwas. Oder 58 kann auch sein. Doch, stimmt, ja. 658. Und von dem Aluoxid? Wenn ich ein Eisen, Werkstoff und Beschneidung mache. Ja, Guss und Stahl. Achso. Und die Grenze? Also mit weniger als 2%. Da liegt ja die Grenze. Genau. Da liegt die Grenze. Guss ist, wenn es höher ist wie 2%. Ja. Und was ist Stahlguss? Ist ja eigentlich das Gleiche. Das ist das Gleiche, ja. Es wird nur halt in eine Form gegossen. Aber hat genauso viel
Kohlenstoffgehalt wie normaler Stahl, der warm gewalzt ist oder sonst so. Ja, wo ist die Grenze? Was hast du mich letztes Mal schon gefragt? Hier ist jetzt, wenn ich gerade hier so fest bin, 4,5. Ja. Ja. Man sieht sogar, dass Rocky, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil der Besuch ihn ignoriert, da hingeht und mal guckt, wo bist du eigentlich? Und guckt immer wieder hoch und so, guck mal, der sitzt da, der gibt mir gar nichts zu essen. Also der macht das wirklich toll, der Rocky. Der macht das wirklich, wirklich toll. Und so ein Besuch ist sehr, sehr wichtig im Laufe des Trainings. Das war die Sonderfolge zum Thema aggressiver Hund vorher, nachher. Also, nochmal ganz kurz. Der Hund war nicht aggressiv. Das war, also der hat aggressives Verhalten gezeigt, aber er war nicht aggressiv. Ne? Das Thema mit, was ist Aggression und wie müssen wir das einsortieren, das hatten wir in TGH 1. Wer das noch nicht ganz auseinander hat, TGH 1, das erste. Ich sehe aus wie ein Schlumpf, da drin ist egal, ist ewig her. TGH 1, der Inhalt bleibt der gleiche. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das gehen kann, wenn man weiß, was man tut. Macht es nicht einfach nach, hört nicht einfach auf irgendwelche Ratschläge aus Facebook-Foren mit, von wegen musst du so oder so machen. Es kann nicht sein, dass ihr ein Dreivierteljahr trainieren müsst, damit ihr an einem Garten vom Nachbarn vorbeigehen könnt. Das ist nicht der richtige Weg dann. Es kann aber auch nicht sein, dass ihr einfach irgendetwas seht, egal ob es bei Marty Rütter, Cesar Milan oder bei mir ist oder bei wem auch immer ihr das abgeguckt habt und das einfach nachmacht. Denn wenn es nicht das Richtige ist, macht ihr es euch einfach irrsinnig schwer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Kunden ich kriege, die sagen, ja, wir haben das probiert, das probiert, das probiert und das. Und immer frage ich dann, hat euch das einer erklärt oder wieso habt ihr das gelesen? Ja, haben wir gelesen, haben wir gehört, haben wir gesehen, hat uns irgendeiner beim Spazierengehen empfohlen. Das geht nach hinten los. Ich habe so viele Hunde, wo Trainingsansätze in Anführungsstrichen verschleißt wurden, weil man das einfach irgendwie nachgemacht hat und wo es dann extrem schwierig wird, das wieder in den Griff zu kriegen. Macht es nicht einfach nach. Ja, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich hoffe, ich habe es häufig genug gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, ich hoffe es wirklich sehr. Es hat mir sehr viele Gedanken abgerungen, ob ich dieses Video veröffentlichen will oder nicht. Einerseits, weil es ein heikles Thema ist, ja, großer Hund, Gefahr mit im Spiel, Aggression, ja, nein, vielleicht. Andererseits, weil fremde Menschen involviert sind. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr als meine Zuschauer mittlerweile klug genug seid, zu wissen, wie ihr sowas verarbeiten könnt, wie ihr sowas für euch nutzen sollt. Und ich habe mehr als nur einmal gesagt, dass ihr das nicht nachmachen sollt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Kommentar. Ich versuche auf alle zu antworten. Mittlerweile werden so viele, dass ich es nicht immer hinkriege. Bitte unterstützt den Kanal. Abonniert uns auf YouTube, klickt die Glocke, teilt und liked unsere Videos. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, macht es bei Patreon. Den Patreon-Link habe ich auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr uns monatlich einen freiwilligen Betrag zur Verfügung stellen, der ausschließlich in die Videoproduktion fließt. Wir nutzen das ganze Geld nur für Videos, für Equipment wie diesen Lichtring, der mich die ganze Zeit blendet, den ihr da irgendwo seht. Da, nee, war der da? Ach, ist egal, ihr seht ihn da hinten irgendwo spiegeln. Wir machen das nur für euch. Und bitte, 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 ich will keine despektierlichen Kommentare lesen, wie, aber die haben ja auch alles falsch gemacht vorher oder so. Die hatten genauso wenig Ahnung, wie ihr sie im Zweifel habt. Und die sind den Schritt gegangen und haben sich Hilfe geholt. Das machen so viele Leute nicht. Und wenn wir immer nur anklagend sind und wenn wir immer nur sagen, das macht man aber so nicht, das macht man aber so nicht, das macht man aber so nicht, das ist auch falsch und wo haben sie das denn her und wo geht man mit dem Hund gar nicht um, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass Menschen sich schwer tun, sich Hilfe zu holen. Und das kann ich euch wirklich sagen. Ich sehe so viele Menschen, die meine Hilfe durchaus gebrauchen könnten, aber die sich nicht an mich wenden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Angst davor, gescholten zu werden und in Diskussionen zu verfallen, weil man ja alles so falsch gemacht hat, ist einer der Hauptpunkte, warum Menschen sich keine Hilfe holen. Warum Menschen nicht gerne zu einem Hundetrainer fahren. Ja, so geht man damit nicht um. So gehe ich nicht mit einem Kunden um und so solltet ihr auch nicht miteinander umgehen. Wir alle teilen das gleiche Hobby. Wir alle teilen die gleiche Liebe zu dem Tierhund. Mein Hund schläft da gerade. Milan. Der Pet. Wir alle teilen die gleiche Liebe zu dem Tier und
so sollten wir auch miteinander umgehen. Wir ziehen alle am gleichen Strang. Und wenn wir respektvoll miteinander umgehen, dann sind solche Fälle einfach auch weniger. Weil die Leute sich eher Hilfe suchen. Ja? Weil nicht jeder ist so wie die beiden, dass sie sagen, hey, ich glaube, du kannst mir helfen. Können wir uns denn noch vorbeikommen? Wir sind zwar ein bisschen weiter weg, aber kriegen wir es irgendwie hin. Die meisten trauen sich einfach nicht. Das war ein extrem, extrem langes Video. Oh, wir gucken mal, wer von euch bis zum Ende durchgehalten hat. Wenn ihr es geschafft habt, bis hierhin, schreibt mir unter das Video mal die Uhrzeit, eure jetzige Uhrzeit. Einfach drunter schreiben in den Kommentar. Ihr könnt natürlich noch was anderes dazu schreiben, damit ich einfach mal sehe, wer hier war. Uhrzeit drunter schreiben, wenn ihr es gelesen habt, gehört habt, wenn ihr hier wart, wenn ihr bis jetzt hier wart.